Herzlich willkommen schon mal für Twitch. Irgendwie will meine Aufnahme gerade nicht. Doch jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen mal wieder zu was Neuem hier, meine lieben Chaoten und Chaotinnen. Wir spielen heute Ghost of a Tale. Ein Spiel, was gestern, soweit ich weiß, erst rauskam. Und ich glaube, das ist ein bisschen laut gerade, die Musik hier. Wobei, in-game hat das keine Musik wirklich. Von daher brülle ich einfach mal dagegen an und starten ein neues Spiel. So, jetzt haben wir schon Ruhe. Dann spielen wir mal das Spiel des kleinen Mäuserichs. Am Anfang war die grüne Flamme. Alles Allmächtige verzehrend, was ihr in den Weg trat. Die Wesen der Welt fielen, doch fanden nicht ihren letzte Stätte. Als nur um als Marionette des Smaragdgrünen. Okay. Einzig die Ratten waren standhaft und kämpften. Bis die grüne Flamme auf Priflav endgültig erlosch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gerade den Ort. Mera? Mera, wo bist du? So, und da sind wir schon in unserem schönen Spiel. Eine Rose. Nehmen wir doch mal gleich mit. Du standest vor dem Baron, deine Frau Mera, an deiner Seite. Er trug dir auf, ein Lied zu spielen. Der vergiftete Kelch. Da wusstest du, er wollte sich nicht amüsieren, sondern dich vielmehr auf die Probe stellen. Und du spieltest. Aber Mera schwieg nur und ihr Blick war voller Missachtung. Der Baron ging auf sie zu, um sie zu schlagen. Doch schriest und sprangst dazwischen. Dann war da nur noch Dunkelheit. Wie viele Tage sind seitdem vergangen? Tief in deinem Herzen weißt du, dass sie noch am Leben ist. Und eines Tages wirst du sie wiederfinden. Bis dahin hast du nur diese Blumen, diese Erinnerung an sie und eine Frage, die in deinem Herzen brennt. Warum? Okay, das heißt, wir müssen also anscheinend Rosen sammeln. Oh, unser Leben da oben sieht nicht gerade mal gut aus. So, am Anfang ruckelt es hier. Ich hatte schon mal reingeguckt in das Spiel, zumindest ob es flüssig läuft. Und es ruckelt tatsächlich nur so die ersten paar Sekunden und dann ging es auf jeden Fall vorhin. Deine Gesundheit ist schlecht. Drücke Inventar, um dein Inventar zu öffnen und etwas zu essen. Ja, das machen wir sofort. Wir holen uns hier vorne noch das Brot. Das hatte ich vorhin schon gesehen, dass es hier lag. Die Notizen nehmen wir gleich. So, Inventar. Hier findest du außerdem Infos zur Mission und zur Hintergrundgeschichte. Okay, Inventar, Nahrung. Dann essen wir mal das Brot und den komischen Apfel. Okay, was haben wir da oben noch? Mission. Sammel Blumen für Mera. Sammel Mera zu Ehren. 17 Rosen. Okay, 17 Rosen müssen wir also finden. Oh, Fähigkeiten bekommen wir auch noch. Lore. Okay, zur Geschichte haben wir anscheinend erstmal nichts weiter. Na gut. Was haben wir hier? Gitter. Das Gitter ist in einem Stein einzementiert und kann nicht wahrscheinlich bewegt werden. Mysteriöse Nachricht. Finde mich, verwisch deine Spuren und beweg dich unbemerkt. Es. Und ein Zellenschlüssel. Warte mal, haben wir da jetzt irgendwie was zur Lore bekommen? Nein. Schade. Ich dachte, wir hätten da was bekommen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da oben die Tür öffnen. Eine Sache zu dem Spiel noch. Es gibt hier ein Speicher-Überall-System. Man kann immer und überall speichern. Das finde ich so angenehm. Du hast Folgendes verwendet. Den Zellenschlüssel. Okay, Tür. Machen wir mal die Tür zu, damit keiner weiß, dass wir hier waren. Entschlüsselt. Ich hab den Streamboard nicht an, weil die Punkte stimmen doch. Ich muss den Streamboard laufen lassen. So, was haben wir denn da so Schönes gerade bekommen? Ein Schlüssel, was für die Taille und was für den Kopf. Ah, wir haben jetzt eine Mütze auf, okay. Zellenliste. Zellenliste, Name Thilo. Mithia Bade. Straftat, Akte der Aufwägung. Okay, wir sind also Thilo. Unsere kleine Maus heißt Thilo. Gut zu wissen.
Ja, wir sind Barde und wir haben ja uns nicht an das gehalten, was der Böse, der Graf, was auch immer machen wollte. Okay. Eine Wache hat dich bemerkt. Gehe schnell zur Truhe, halte RTA, um dich zu verstecken. Vergiss nicht, es gibt viele unterschiedliche Verstecke. Okay. RT und A. Tritt behutsam auf und versuche die Wache nicht zu wecken. Oh Gott. Au. Auf allen Vieren kannst du dich schneller bewegen. Okay, das ist LT. Ja, man sollte natürlich. Hier verstecken geht anscheinend gerade nicht. Abgeschlossen. Okay, ich glaube, wir müssen das nochmal von vorne machen. Du findest uns nicht, wir sind weg. Mein Gott, sind das böse Mäuse. Dann sind es halt Ratten. Okay, wir müssen gleich mal wieder was essen. Okay, wir haben diverses, okay. Wir haben Bücher. Das Gewand eines Barden ist ein einfach, jedoch keinesfalls schmucklos. Die Haube hast du mit deinem eigenen Fohlen gefertigt unter Anleitung deines Meisters. Jeder Barde muss seine Gilde zufolge dieses tragen. Badenhaube, Seidengürtel. Okay. Dein Liederbuch. Sing das Lied vom vergifteten Kelch, den mir steht es danach. Bellte der Baron von seinem Thron herab an sich zarte Maid, die dort stand voller Leid. Meine liebste Mara, ach, ich bitte dich, tu, wie dir geheißt, so sträube dich nicht. Es muss nicht von Herzen kommen, muss es nicht, fleht der Barde in ihr lieblich Angesicht. Doch die Maid wollte nicht singen und ihr Schweigen schwoll an. Wildes Gelächter hörte man den Hof durchklingen und der Tutor begann. Okay. Unser Liederbuch, okay. Maras Buch. Das ist die Rose, das haben wir schon gelesen. Mysteriöse Nachricht, die haben wir auch schon gelesen. Wir haben Kerze, Rose, kleine Figur und unsere Laute. Ah, unsere Kleidung, okay. Kopf, Brust. Okay, wir haben jetzt zwei verschiedene Kopfbekleidung. Eine Kerze und sowas, okay. Okay, wo ist die Wache? Wir schleichen mal so ein bisschen. Okay, wir haben Kerzen im Getreidesack gefunden. Da war Getreide im Getreidesack. Okay, die Truhe ist leer. Aber da kann man sich dann drin verstecken, wenn das Ding wieder kommt. Guten Abend, Black Destiny, also zu mir selber. Okay, der Mäuse-Dings ist wahrscheinlich da, die Wache. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Dunkel hier. Okay, dunkel ist doch jetzt aber nicht verkehrt. Und so dunkel finde ich es jetzt gar nicht. Verlies. Oh, ein Stock. Ein robuster Zweig, wunderbar zum Werfen geeignet. Er zerbricht mit einem lauten Knack. Kann zur Ablenkungsmanöver verwendet werden oder um einen hochgelegenen Gegenstand herunterzuholen. Y, um zu werfen, drücke Pfeile in die Richtung, um das Werkzeug zu blättern. Nach oben und unten, um etwas auszurüsten und abzulegen. Okay, wir nehmen ihn einfach mal mit. Lecker Pilze. Ich meine, klar, den Türhebel könnte man vielleicht bedienen, aber dahinter wird die Wache sein, vermute ich mal. Dann gehen wir einfach hier nochmal ein bisschen umgucken. Von da kamen wir. Nee, da schläft die Wache. Okay. Heißt, wir gehen jetzt einfach mal öffnen. Oh, ein Käfer. Yam, yam, yam. Lecker Käfer gibt's heute. Na, dann machen wir hier mal auf. Mal gucken, wer dahinter ist. Ja, wer bist denn du? Was machst du denn hier, Fröschchen? Grüner Käfer.
Alter Froschpirat, bei allen flutschigen Flundern. Was glaubst du, was du das werden soll, Kleiner? Trampelst hier einfach so ungefragt in meine Zelle. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Fußnote lesen. Okay, flutschige Flunder. Seefahrer und Piraten führten gern ein besonders haltbares, flaches und gelehrartiges Gebäck als Notreserve mit sich. Einige nennen es flutschige Flunder, andere jedoch rotziger Rochen. Die Uneinigkeit über den korrekten Begriff ist seit jeher ein beliebter Grund für abenteuerliche Zankereien zwischen betrunkenen Freibeuterclans. Okay. Schön, dass es solch eine Fußnote gibt. So, fortfahren. Punkt, Punkt, Punkt. Denn ich habe selbst keinen Schimmer. Du kennst deinen eigenen Namen nicht? Nein, warte. Harold Rotbart. Das war's. Harold Rotbart, der ehemalige Steuermann der Seehexe. Unter dem Kommando von Captain Otto Pulverfass. Ja, nee, ist klar. Bist du gekommen, um mich auszurauben, du kleines Spitzgesicht? Natürlich nicht. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht ausstehen kann. Stinkende Mäuse und stinkende Lügner. Was muss ich machen, damit du dein Aroma aus meiner Zelle verfrachtest? Bitte, ich brauche deine Hilfe. Hast du mir dabei geholfen, aus meiner Zelle zu fliehen? Ich sollte jetzt gehen. Komm, wir fragen nach Hilfe. Bist du sicher? Und was springt für mich dabei raus? Vielleicht könnte ich den Schlüssel für deine Ketten finden und dich befreien. Ich habe nichts. Oh, vielleicht finden wir den Kettendings. Mich befreien? Warum sollte ich denn frei sein wollen? Freiheit ist überhaupt erst der Grund, warum ich hier bin. Also das und der ganze Piratenkram. Nein, ich habe alles, was ich brauche. Genau hier. Schön muffige Luft, zahlreiche Fliegen zum Essen und ich habe meinen eigenen Stuhl. Mein Gott, ist der leicht zu halten, würde ich sagen, der Frosch. Sein eigenes Aquarium hier quasi. Es gibt da nur eine Sache. Am Ende des Gangs. Schlafende Wache. Geh hin und wirk sie für mich. Was? Weil er mich Piraten genannt hat. Aber du bist kein Pirat? Ei. Und sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, als wäre es ein Verbrechen, ein Pirat zu sein. Unverzeihlich. Dann machst du das also für mich? Nö. Na dann, warum stiehlst du dann nicht einfach eine Flasche von seinem Fusel für mich? Und ich schau mal, ob ich dir helfen kann. Fusel, ein Alkohol, der aus fauligen Oleen der Holz gemacht wird und an dessen Geschmack man sich zunächst gewöhnen muss. Zufälligerweise ist der Geschmack auch der erste der fünf Sinne, der durch den Konsum von Fusel ruiniert wird. Natürlich. Okay, automatischer Speicherpunkt. Wir müssen Fusel besorgen. Ich denke mal, das wird auch so im Questlog stehen, dass wir Fusel brauchen. Ach ja, wir haben ja den Stock bekommen. Mission. Die Fusel. Carol will eine Flasche Fusel von einer schlafenden Wache. Brich aus dem Verlies aus und finde den mysteriösen Fremden. Du bist mit dem Schlüssel aus der Zelle ausgebrochen. Gehe aus dem Verlies. Vorher gehen wir mal die Wache beklauen. Ich meine, hat er gerade gespeichert. Ob so ein Glöckchen gerade an unserer Mütze so praktisch ist? Pass auf, der hat den Fusel bestimmt in der Jackentasche. La 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 la. Na, schlaf. Schlaf, mein Ratte, schlafe ein. Der Fusel steht an ihrem Bein. Du kannst schleichen, indem du RT. Wenn du RT leise fortbewegen willst, halte RT. Ich mach das schon, ja, ich versuch mich dran. Den Pilz, da ignorieren wir mal. Den Fusel will er denn? Das ist da der Fusel, den er will. Hier bestimmt eins auf der Mütze. Banner.
Flasche mit Fusel. Banner, du bräuchtest den Kerzenhalter. Ach, dann könnte man das abfackeln, okay. Lalalalalala. Dann gehen wir mal ganz leise wieder weg. Leichen. Und. Geben wir uns mal ein bisschen was zu essen mit. Ah, wie schön, dass sie uns nicht hört, die Wache. Oh. Na, du wirst doch wohl nicht. So. Ab hier an können wir wieder normal laufen. Zwar nicht rennen, aber laufen, würde ich mal sagen. Und dann bringen wir mal den Dings sein Fusel. Fusel, Wusel. Guck mal, wir haben da was für dich. Duckmäuscherisch. Was bedeutet dieses Wort? Das heißt nicht besonders mutig, glaube ich. Das heißt nicht edle Maus mit ganz viel Stil. Die Mäusin war hin und weg von seiner edlen duckmäuserischen Art. Hm, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für mich. Also, was willst du, Maus? Dir deine Flasche bringen. Gut, jetzt steck mir die Flasche zwischen die Lippen. Mit einem geschickten Kopfschwung schleudert der Frosch die Flasche quer durch die Zelle. Sie zerschellt in tausend Scherben an der Wand. Jedes Mal, wenn das Spitzgesicht sich besoffen hat, musste ich sein verdammtes Geschnarche aushalten. Das hat endlich ein Ende. Ich habe getan, wonach du gefragt hast. Wirst du mir jetzt helfen? Ich habe dir mein Piraten-Ehrenwort gegeben. Als ob darauf so viel zu geben ist bei Piraten. Aber ich kann wohl mal eine Ausnahme machen. Ich werde einige deiner Fragen beantworten. Was willst du von mir? Das ist eine Maus. Mit einer Kapuze, ja. Nun, dann kann ich dir leider nicht helfen. Es ist so schon knifflig, euch Mäuse zu unterscheiden. Mit euren Ohren und Schwänzen und den albernen Hüten. Dann hast du sie also nicht gesehen? Man hat dich allein hergebracht, wie ich schon sagte. Na schön, dann war das deine erste Frage, die du gestellt und beantwortet bekommen hast. Was ist das für ein Verlies? Wie lange bist du schon hier? Hast du mir dabei geholfen, aus der Zelle zu fliehen? Sieh dir meine Ketten an, Kleiner. Was sagt dir das? Sieht so aus, als könnte ich dir helfen zu fliehen. Ich schätze nicht. Ei, und ich würde es auch nicht, selbst wenn ich könnte. Na schön, dann lass dich noch zwei Fragen stellen. Okay, wie lange bist du schon hier? Mäuserisch? Okay, wir haben noch drei Fragen, können zwei Fragen stellen. Wie lange? Wir fragen erstmal nach, was ist das für ein Verlies, würde ich sagen. Du bist in der Burg Die Ruhen, am Ufer des Valisis Valiasis. Mein Gott, derjenige, der das geschrieben hat, war, glaube ich, besoffen. Gewöhn dich mal lieber schnell daran. Na schön. Du hast noch eine Frage, Maus. Überleg dir gut, was du wissen willst. Wie lange er hier ist, interessiert mich ein Cheat. Fragen wir lieber, ob er mäuserisch kann. Nur ein paar Schimpfwörter. Na schön. Das war's für dich. Sind wir quitt? Das war's? Du hast mir so gut wie nichts verraten. Ich hab dir mehr verraten, als du verdient hast. Undankbares Spitzgesicht. Findest du nicht, dass du mir zumindest irgendetwas schuldest? Alles, was ich dir schulde, sind meine Hände um deinen Hals. Ach ja, wie gut, dass du hier festsitzt und nur ein gesundes Bein hast. Ich habe Mäuse schon für weniger und schlechteren Bedingungen erledigt. Du mieser Kleiner. Ach, seufz. Ich werde dir was verraten. Wirf mal einen Blick hinter mich in meinem Nachttopf. Vielleicht findest du da ja ein paar Florin, die du gebrauchen kannst. Warum im Nachttopf? Warum? Na, ich konnte den Lauf der Natur eben nicht für immer aufhalten. Was meinst du denn? Es ist mir ein paar Florinen wert, wenn du Nervensäge dann endlich von hier verschwindest. Ich soll gehen, bis dann. Klemm dir nicht den Schwanz in der Tür ein. Geh hinter ihnen im Nachttopf. Upsala. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will an den Nachttopf.
will an diesen Nachttopf. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ja, auf Wiedersehen. Oh, nein, auf Wiedersehen. Ah, jetzt sind wir hinter ihm. Nachttopf. Mehrere Florin. Florin ist also das Geld, die Währung hier. Okay, verstehe. Lalala, das könnte man zwar abbrennen, aber ich... Komm, wir machen mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Ich würde ganz gerne das Banner wieder wegpacken. Ich meine, da hinten wäre auch noch eins, aber ich war... Komm. Speichern. Du musst dich in einem Versteck befinden, um zu speichern. Okay, Verstecke gab es ja hier. Bringen wir mal hier rein. Nein. Wir speichern. Spiel gespeichert. Yeah. So, und jetzt gehen wir mal das Banner da bei ihm abfackeln. Da ist noch ein Banner, okay. Ich weiß nicht, ob es einen Erfolg dafür gibt, wenn wir alle Banner abfackeln. Deswegen mache ich das gerade eigentlich mit. Aua! Da wirft der einfach nach mir. Gibt's doch wohl nicht. Zack. Geh wieder schlafen. Du Ratte. Das ist jetzt eine Beleidigung gewesen? Ich meine, er ist ja eine, von daher. So. Schläft er wieder? Schläft wieder. So. Da ist nämlich noch so ein komisches Banner. Ich meine, da wacht er garantiert wieder auf, wenn wir es da nutzen. Aber egal, ich will die Banner alle abfackeln. Symbole der Unterdrückung. Wie cool. Okay, da liegt, glaube ich, noch eine Kerze. Die sollten wir uns nehmen. Ich hoffe, dass der wieder schläft. Eine neue Kerze. Super. Und ein Pilz. Könnte man sich eigentlich mal zwischendurch geben. Ich keine Ahnung. Will ich hier schon runter oder will ich hier noch nicht runter? Ist jetzt gerade die Frage. Hier geht es anscheinend tief. Oh, hier ist eine einzelne Zelle. Verriegelt, du bräuchtest überflutete Zellenschlüssel. Okay, wo kriegen wir jetzt den überfluteten Zellenschlüssel her? Pilz? So, die Zelle ist ja auch zu. Hier brauchen wir. Du bräuchtest Verlies-Generalschlüssel. Okay, um überall ranzukommen, brauchen wir also verschiedene Verliesschlüssel. Wovon der bestimmt einen mindestens hat. Oh, da haben wir noch einen Banner. Wenn wir das Banner abfackeln, dann haben wir wieder so das Problem, dass wir ihn direkt am Arsch kleben haben. Dann müssen wir dann rennen und uns wieder ein Versteck suchen. Aber egal. Daneben. Oh, keine Ausdauer mehr. Bis der das nicht sieht, dass wir uns so schnell verstecken. Boah, das könnte echt noch zum Problem werden mit der Ausdauer, wenn die Ausdauer so groß ist wie unser Leben. Das ist ja wie Kingdom Come. So. Essen. Nein. Essen. 8 HP? Fragezeichen? Fragezeichen. 8. Okay, so.
So, okay, da hinten pennt der erstmal. Dann gehen wir erstmal hier lang. Du brauchst eine Lichtquelle. Kanalisationsschlüssel, okay. Tja, wir brauchen Schlüssel. Wo kriegen wir denn jetzt Schlüssel her? Du hier, was in deinem Wasser versteckt? Ah, okay, er macht irgendwie Feuer. Wir brauchen jetzt also Schlüssel. Warte mal, waren wir hier schon in der Ecke? Ich weiß gerade nicht, aber ich glaube nicht, ne? Da kann man sich verstecken. Noch ein Käfer. Verlies-Generalschlüssel. Wir brauchen den blöden Verlies-Schlüssel. Was liegt da noch am Boden? Hier nur Flasche. Flasche. Okay. Schade, ich dachte, weil sich das so bewegt, ist da was drin ist. Oh, da ist der Schlüssel. Schreiende Türschlüssel. Was vorher ist erschreiten? Den schreienden Türschlüssel. Muss ich die Türbus dafür finden? Was auch immer das da für eine Tür war, ich weiß es nicht mehr. Schön die Käfer sammeln, wer weiß, wann wir mal die Käfer brauchen. Schreiende Tür, okay. Er schläft, das hat er nicht gehört, auch wenn das ziemlich laut war, das Öffnen. Aber egal, lassen wir es mal auf. So. Okay. Da haben wir jetzt schon mal die ersten Schlüssel, die erste Tür. Wir brauchen mal kurz Versteck, ich will speichern.